Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Und wir sind seit letzter Folge sind wir Imperium. Und das ist wunderbar, auch wenn hier jetzt überall die öffentliche Ordnung darunter leidet, beziehungsweise sie leidet minus 10. Und bei Paar ist es ja merklich. Nee, minus 30, genau. Bei Paar ist es merklich. Bei anderen hatten wir so eine gute öffentliche Ordnung, dass es total wurscht ist. Genau, wir sind 111 vor Christus. Ja, zu dieser Zeit. Ja. Zu dieser Zeit war Rom schon hier in der Türkei. Und ja, wir tümpeln immer noch, immer noch bei diesem blöden, ja, bei diesen blöden Griechen. Aber ich glaube, jetzt haben wir sie endlich geschnappt. So, ich mache aber Schutzding, damit die Pferde nicht sterben. So, dann gehe ich mal hier hin. Falls er mich angreift, habe ich eine Brücke, die ich easy peasy verteidigen kann. Du? Ach du bist immer noch im Ge Ah, genau. Wegen der Legion. Legion 1, okay. Wie sieht es denn da aus? Genau, den habe ich schon bewegt. Der muss jetzt endlich mal den schnappen. Und ich glaube, dann war's das schon. Ah, genau, da wollte ich mal ein bisschen scouten, das stimmt. Hier ist eigentlich ziemlich alles ruhig. Hier unten ist, also Athen ist jetzt wirklich tot. Also die haben jetzt nichts mehr. Ich bleib mal mit dem Agenten. Achso, nee, warte. Mit dem Agenten, das ist nicht unser Feind. Bleibe ich mal aber in Bewegung und schau mal. Also der rekrutiert neu, der dann nicht. Der hat wahrscheinlich schon aufgegeben. Der geht mal zurück, oder die? Die wird aktiviert, der wird aktiviert, der wird. Oh nee, den wollte ich gar nicht aktivieren. Was machst du? Ja, egal. Bleib mal da. Du machst auch nichts. Du nimmst den eigentlich nur gefangen. Du machst. Du machst auch nichts. Legion 2, Legion 3, Legion 9? Nee, 19. Legion 17. Und Legion. Genau, die bekommen alle nix, weil die nicht zu meiner Familie gehören. Tut mir sehr leid. Athene gibt uns Weisheit und. Ne, Geld brauche ich nicht. Ich brauche nur euer Land. Ich will doch nur so spielen wie. Nee. Dies ist ein. Ich will doch nur so spielen wie Rom das gemacht hat, aber. Vor allem, ich hatte das alles schon. Ja, ich war ein bisschen zu früh dran und dann kam dieser verheerende Bürgerkrieg, ne? Das war aber auch die Achillesferse von den Römern. Und zwar Essen. Also, die hatten ja, also Rom war früher, also die Hauptstadt Rom, war ja früher auch schon, ja, hatte Millionen an Einwohnern
oder nicht Millionen, sondern 1 Million Einwohner. Und wäre halt in heutigen Standards auch schon eine Großstadt gewesen. Und ja, heute ist alles sehr viel einfacher mit Logistik und so weiter, also Flugzeug, Schiff. Und früher hatten die halt, ja, wirklich große Probleme, wenn eben entweder die, was ist das denn für ein Bobble? Genau, die hatten wirkliche Probleme, wenn die Getreide die Getreide Flotte aus Ägypten gesunken ist. Und ja, dementsprechend. So, warte, wo sind, genau, Adlerkohorte. Oh, die Adlerkohorte ist ein bisschen angeschlagen. Das gefällt mir nicht so. Das ist nicht so eine starke. Nicht so eine starke Legion. Also, weil die hat keine gepanzerten Legionäre. Naja, wurscht. Na, komm. Es ist halt schwer in so ein Terrain ja, zu kämpfen. Das heißt erstmal scouten. Okay, das macht er auch. Okay, er kommt zuerst hoch. Uiuiuiui. Das hat die ziemlich zerfetzt. Wieso macht ihr da so ein Loch rein? Ihr macht da gerade ein bisschen Schmarrn. Ne? So. Ah, da ist auch der General von denen. Altgeschworene. Jupiter gibt uns.
Ihr seid jetzt eigentlich nicht so. Ja, egal. Super. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Was passiert denn hier gerade? Was macht denn der? Das ist ziemlich komisch. Das ist gerade ein bisschen seltsam. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, wow. Das war wieder ein bisschen anstrengend. So, Entschuldigung, jetzt geht's schon. Gut. Knapper Sieg. Naja, Verluste 600. Die da haben, also seine Fernkämpfer waren. Okay, der da mit 80, naja, waren nicht ganz so gut, aber trotzdem haben die geschafft, es mich zu nerven. Aber trotzdem, also, ja, passt. Das passt, so. Der geht nochmal zurück, aber ich schnapp ihn jetzt. Sonst holt er sich nur. Entwicklungsfokus, Militär natürlich. Oder mache ich gerade Militär? Weiß ich nicht. Diese Dame hat. Oh, auch ne, oh, ein Kind. Na gut. Alles ist gut. Dann kommst du mir nicht. So. Okay, ich bin sehr, sehr glücklich, dass er sich gegenseitig geblockt hat. Sehr glücklich. Ich könnte dir jetzt angreifen. Und ich könnte den jetzt töten, also den General. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, wobei, den da könnte ich.
So. Den könnte ich jetzt mit Absicht töten. Er sagt sowieso, dass es ziemlich ausgeglichen ist. Es ist sehr ausgeglichen. Huiuiui. Okay, ausgewählte Schwerter. Dann speichere ich mal. Aber hier haben wir gepanzerte Legionäre, das ist gut. Das ist super. Ah, die sind auch nicht schlecht. Gut. Es wird spannend. Nachteil für uns ist wahrscheinlich das Terrain. Ja, gar nicht mal. Ja, wobei doch. Weil wir sind der Angreifer. Die Kinder der Morgana. Alle, die League of Legends spielen, müssen jetzt aufhorchen. So. Ich könnte versuchen, mit meinen Kavallerieeinheiten vorzubrechen und den zu töten. Aber weiß nicht, ob es mir gelingt. Das Blöde ist, er wird sich hier safe aufstellen. Und und mich auf jeden Fall erwarten. Habe ich hier eine erste Kohorte, eine Adlerkohorte? Ja, hier, die da. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Hä? Mutige Römer bis zum letzten Mann ausdrücken. Echo! Echo, Reiter! Ja, im Wald habe ich halt nicht so eine gute Geschwindigkeit drauf, ne? Aber könnte sein, dass ich den doch bekomme. Dann schauen wir mal, ob ich den bekomme. Bis jetzt sind zwei von ihnen gestorben und keiner von mir, das ist schon mal gut. Zwei, drei von mir. Sieben von mir, acht von mir. Ich glaube, ich mache noch einen Charge und dann gehe ich mit allen weg. Ja, komm. Ja. Na gut. War wohl nicht so das Wahre. Auf jeden Fall bleibt er ziemlich defensiv und vergisst wohl diesen fetten Haufen. Schade.
Wäre viel spannender geworden, wenn er die nicht vergessen hätte. Aber der hat sich gut platziert, weil er sich im Wald platziert hat. Da sind Pferde natürlich nicht ganz so toll. Nicht ganz so stark. Und Wald ist auch nicht sehr gut für die Gepanzerten. Beziehungsweise, also für alle, die irgendwie. Also Römer haben Wälder nicht gern. Wie sie irgendwie, haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wieso hat er den. Wieso hat er die liegen lassen? Schade, schade, schade. Das sieht man dann hier auch gut, dass die halt viel langsamer sind. Schön im Rücken rein. Die Reiter bleiben jetzt mal irgendwie da stehen. Und warten bis auf bessere Zeit. Ich kann da ja nicht einfach reinreiten, weil da sind auch voll viele Schwerkämpfer noch. Kampfinfanterie bereit.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, ich dachte ehrlich gesagt, unser General wird angegriffen. Ist das eine bessere Schlacht wird? Ah, genau, ich wollte meinen General töten. Das kann ich ja jetzt hiermit machen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die sind im Wald und sind ziemlich angeschlagen jetzt. Die Männer wanken. Nein, tötet auch meinen General, bitte. Damn it. Verdammt. Wie, der ist jetzt noch da gegangen. Unser General ist gefallen. Yes, gut. Nackte Krieger. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. Legionäre! Schnelles Maschinen! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sorry, wenn ich gerade wieder nicht so viel rede. Die brauchen Hilfe. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die sterben hier. Sehr gut. Jetzt Charge.
Gut. Ja, mit denen noch dazu wäre es ein bisschen kniffliger geworden. Ja, Alter, 1000 habe ich verloren. Also, seht ihr, also, ja, mit den anderen hätte ich, wäre es sehr knapp gewesen. Vor allen Dingen wegen dem Terrain. Naja, edler Tod, ernannter Tod. Aber ich habe alle behalten, das ist gut. Pyrosieg. Super. Kann ich hier rein? Ich will da rein. Super. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Nächste Folge. Ja, der geht jetzt wahrscheinlich irgendwo angreifen oder so. Keine Ahnung. Was machst du? Du gehst nach Larissa, oder? Ja. Und du, warte mal. Du schaust jetzt mal, ob ein Peller was ist. Ein Peller ist was Kleines. So. Sabotage. Gescheitert, ist egal. Die bekommt einen Rang. Du gehst hier zurück. Und du gehst auch Richtung hier. Also ganz rundherum. Ist in Ordnung. Gut, jetzt aber wirklich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. See ya. Sie müssen bestraft werden!